Flanken, hier drüben. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind dumm. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse? So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Horace. Zu ungedeckt. Ja, stimmt fast nicht. Bleibt bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Achtet auf Straßen und Gassen. Sie können überall sein. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Ugh.
Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Oder ich schieß dir ins Knie. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück. Bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Soy una pequeña doncella española perdida. Ayúdame.
Cerveza de Bacalao! Gibst du denn nicht? Eine feine Nacht, meint ihr nicht? Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Thank you.
hasta allá. Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Wer kaputt, Pison. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen. Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch. Ich hab euch doch eure Schätze gebracht. Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Er hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. La cena, cómetela rápido. ¿Has tu hunger? Wie ist dein Plan, Kumpel? Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. Unglücksraben. Gott, ist die See unruhig heute. Ein Hurrikan kommt. Hurrikan? Gut. Podría estar escondido aquí. Wir stehlen eine Brig. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht. Da ist eine Brücke in der Flotte. Ich mache mich auf den Weg.
Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Wir gehen an Deck. Seid bereit. Leute! Singen könnt ihr bei eurem Begräbnis, ihr Hafendirn! Da kommt ein rauer Wind! Er hat recht! Ihr lichtet den Anker und der Rest, ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast! Wir entkommen diesem Hurricane!
passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Und Feuer! Holz können das noch retten. Viel, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Feuer! So gut wie fertig. Am Ziel vorbei. Bereit zu feuern, Sir. Ein Sturm, Captain. Sieht schlimm aus. Ich sehe sie. Erwarten Befehl. Bereit machen für Aufschlag. Haltet euch fest. Mein Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Arthur Welly. Warst du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht. Mein Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim.
Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Das stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser? Sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. Sowie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an, die Ladestöcke gerupft wie Hühner und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen, solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Auf mein Zeichen, Captain! Da gehen sie und... Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Runter auf den Grund! Bruder! Captain ist außenbords! Captain steuert selbst.